Deswegen habe ich mir hier diese Gesellschaft geholt. Also, so, hier ist meine Hand, mein Anfang. Und jetzt nochmal einmal kurz so die anderen Objekte, damit ihr euch wieder, eure Augen wieder ein bisschen hier schöne Sachen haben. Ja. Auf jeden Fall mit dem Butler-Truppe-Kanal. Das war dann eben so, dass das Ganze leider zu vielen Diskussionen geführt hat, an denen wir eben alle beteiligt waren. Und ja, genau. Während diesen Diskussionen, es war einfach nicht möglich, da jetzt noch irgendwie andere Videos zu machen. Das war einfach zu anstrengend für uns alle. Und also nicht nur für mich. Wahrscheinlich war es für mich sogar noch halbwegs komfortabel, weil ich eben Inhaber des Kanals bin und dadurch nicht so irgendwie, ha, ist ein bisschen, naja, mich auch mal ein bisschen davon Abstand nehmen konnte. Das war leider nicht so cool. Insgesamt die Situation wahrscheinlich für die anderen Mitglieder. Und ja. Und genau, der zweite Punkt war einfach dann das Studium. Also ihr merkt schon, ich bin immer ein bisschen abgelenkt, weil ich wieder auf meine Hand starre. Der zweite Punkt ist das Studium. Ich studiere. Das heißt, es wird auch in Zukunft so sein, dass ich da nicht immer ja, regelmäßig Videos machen kann. Ich habe inzwischen, glaube ich, auch die Ambition, irgendwie mit YouTube auch größer zu werden, aufgegeben. Also ich hatte die nicht so, nie so ganz konkret, aber bislang, oh je, ihr seht jetzt bislang noch verkrüppelt aus, schrecklich. Aber bislang hatte ich da immer, naja, noch so gewisse, ja, man hat ja doch immer irgendwie so Hoffnung. Ich meine, ich habe ja die Kontakte im Prinzip. Ich habe ja die Kontakte da zum Beispiel gut zu Felix so ein bisschen verloren, weil der einfach sehr beschäftigt ist, also Rotpilz. Aber zu Kadel zumindest noch ab und an. Oder beziehungsweise zu Kadel, da hat sich der Kontakt halt jetzt wieder hergestellt durch diesen Shenlong. Und ich denke schon, dass wenn ich jetzt da versuchen würde, gnadenlos groß zu werden, so wie was andere schon gemacht haben, also irgendwie YouTuber anpumpen gehen, dann würde das schon klappen, irgendwie da mehr Abonnenten zu bekommen. Aber ich merke einfach, dass aufgrund des Studiums ich momentan gar nicht weiß, ob ich die Zeit dafür habe. Deswegen denke ich mir jetzt momentan so, entweder ich mache jetzt während meines Studiums einfach ganz normal Videos und wenn das die Leute so krass feiern, dass da jetzt, ich weiß nicht, Hunderttausende kommen, dann werden diese Hunderttausende wahrscheinlich auch akzeptieren, dass ich einfach nicht so krass viel Zeit habe und nicht immer die Qualität oder, ja, ich weiß nicht, einfach nicht so professionell arbeiten kann wie andere YouTuber, die das vielleicht hauptberuflich machen. Weil mein Ziel ist nicht, YouTuber zu werden. Und ich werde mein Studium ganz sicher auch nicht wegen YouTube abbrechen. Also wenn überhaupt, werde ich es abbrechen, weil ich einfach doch lieber was anderes studieren will. Ich studiere momentan Maschinenbau und das andere Interesse, wie könnte es auch anders sein, bei einem Minecraft-Builder ist eben Architektur oder auch Kunst und da habe ich dann eben viel herum überlegt, aber ich denke, ich möchte da momentan beim Maschinenbau bleiben. Ich glaube, ich habe aber auch den Faden gerade eben verloren. Jetzt lasst mich nochmal kurz überlegen, lasst mich lügen, lasst mich reden. Ah, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich sagen wollte. I don't know. Das ist momentan noch ein bisschen räudig, was ich hier zusammenbaue. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, du Kacke. Warum muss das so schwer sein? So. Tja, Hände zu bauen ist ehrlich gesagt so ziemlich das Schwerste, was ich je in Minecraft versucht habe. Ich finde selbst Gesichter, menschliche Gesichter in Minecraft zu bauen, ist einfacher als Hände zu bauen. Wobei ich Hände zeichnen wieder ziemlich einfach finde, während manche Leute sagen, dass Hände zeichnen so wahnsinnig schwer ist. Gerade das finde ich nicht. Also Hände zeichnen finde ich geht. Aber Hände so bauen im dreidimensionalen. Boah, ich weiß nicht, ich krieg's irgendwie immer nur irgendwie ungefähr die Form hin, aber. Das ist echt ein Krampf, also ich sag's euch. Wenn ihr irgendwie mal vorhabt, euch richtig zu frusten in Minecraft, was Bauen angeht, dann baut eine Hand, dann kriegt ihr die Krise.
Ich werde mich da jetzt, glaube ich, auch am Anfang noch nicht perfekt, also das perfekt machen, sondern einfach nur mal die Größe festlegen. Und dann ganz am Ende die Hand einfach nochmal optimieren. Ei, ach, der Daumen, der ist jetzt hier schon wieder so ein Monster. Monster-Daumen, ey. Ist ja echt richtig räudig. Okay. Ja, ich weiß, dieses Modewort räudig, das muss ich auch benutzen. Dazu bin ich verpflichtet. Ja. Ich habe gesagt, dass ich meine Ambitionen runtergeschraubt habe und dass ich auch einfach denke, wenn mich jetzt hier Hunderttausende verfolgen, dann werden diese Hunderttausende wohl meinen Content irgendwie mögen. So wie ich ihn mache, so wie ich ihn tun kann neben dem Studium. Das heißt, jetzt Kontakte anzupumpen, wäre Schwachsinn, weil dann kriegt man im Prinzip Leute, die erwarten, dass man relativ professionell vor sich hin YouTubet, so wie das eben YouTuber machen und das kann ich nicht gewährleisten und dann ist es vielleicht momentan einfach nicht so schlau. Ja, das, da kann man vielleicht mit viel Fantasie eine Hand erkennen. Es hat 5 Finger. Schon, das ist natürlich schon mal irgendwie ein Fortschritt. Jetzt nochmal gucken, die Handform links, die hier, das ist so ein Kreis eigentlich. So, so, so. Und dann hier ist es ein bisschen zurückgesetzt, aber insgesamt ist das hier so ein Kreis. So. Und hier ein bisschen länger vielleicht. So, jetzt mal gucken. Jetzt wieder auf meine Hand gucken. Hier, der steht ein bisschen ab. So. Ja, also. Also vor allem meiner, weil meiner ist ein bisschen schepp. Ah, und dann geht es hier so gerade weiter. So. Hier soll es, also beim Daumen hier soll es irgendwie hochgehen. Mal gucken, so. Und da, hier muss wie so eine Kuhle sein. So. Das heißt, ich setze den noch nach unten. Und vielleicht auch sogar den hier. Und da. So. Der Daumen ist der dickste Finger. So. Der ist ja vor allem vorne so ein bisschen knubbelig, aber das kriege ich nicht so hin, dass das dann nicht total bescheuert aussieht. Ja, vor allem, weil ich ja den so schräg halte. Also eigentlich müsste der so knubbelig sein in die Richtung. So. Ja, doch. Also, das ist schon. Eine sehr spezielle Situation. So ein Handbauen. Wirklich, versucht's einfach mal, macht's mal nach. Vielleicht kriegt ihr es ja besser hin, dann feiere ich euch, weil dann könnt ihr es mir senden. Dann nutze ich das eiskalt aus. Nee, nee, klar, dann. Das fände ich richtig nice. Wenn einer von euch das kann. Aber ich erwarte das nicht. Also irgendwie, ich meine, viele Leute, die mich abonniert haben jetzt, die gucken ja auch die Videos, weil sie das vielleicht irgendwie interessant finden. Zuzuschauen, wie jemand baut. Oder vielleicht auch einfach nur zuzuhören, was ich so sage. Weil sie vielleicht selbst damit gar nicht so viel zu tun haben. Und dem die klassischen PvP-YouTuber dann so ein bisschen ihren Reiz auch verlieren nach einer Weile. Wie, wer weiß. Ich meine, das tut's bei Bauen sicher auch. Alter. Also ein bisschen. Meine Freundin, die studiert Medizin, die wird mich bestimmt hierfür richtig. Ja. Also für verrückt erklären, dass ich sowas als eine Hand. Naja, man kann es erkennen, oder? Jetzt also für den Anfang reicht's. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass hier der Arm weitergeht und ganz am Ende werde ich das dann wahrscheinlich hier versuchen zu verbessern. Wobei ich eigentlich schon das Bedürfnis habe, dass ich das jetzt noch hinkrieg, weil ich habe auch ein bisschen tief angefangen, also ich hätte vielleicht schon ein bisschen höher setzen sollen, die Hand. Ganz einfach, damit man dann.
der Finger da. Das ist irgendwie so seltsam. Also ganz einfach, damit man dann den Arm vernünftig weiterbauen kann. Natürlich werde ich das später mit World Edit hochmoven. Also der wird kein kniender Typ hier sein. Das soll ja kein Bettler werden oder so, sondern soll ein richtig cooler Typ werden. Ich eben. Aber ja, das wird noch ein bisschen Arbeit hier. Ihr merkt schon. Es ist wie immer quasi wie früher in den alten Zeiten. Ja, und jetzt, ich schaue einmal kurz auf die Uhr, vielleicht kann ich jetzt noch einmal. Genau. So, ich habe jetzt auf jeden Fall überzogen, aber eine Sache muss ich jetzt auf jeden Fall noch loswerden, und zwar, warum kein Video kam. Also erstmal war ich da sehr beschäftigt, aber zum anderen habe ich auch ein Video aufgenommen, und zwar eine Folge Varo. Vielleicht wollt ihr die ja noch schauen. Ich habe einfach sehr oft MMM gesagt, das ist das eine. Zum anderen, ich habe gewonnen, das ist das Gute an der Folge, ich habe tatsächlich gewonnen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass PvP eh schon so wahnsinnig interessant für euch ist. Und dann, ja, müsst ihr mal sagen, ob ihr das wollt. Und mit Varo meine ich Raid, also den Spielmodus auf DustMC. Wer sich für PvP interessiert, kann da auch mal vorbeischauen. Das ist halt wie Varo so in Mini. Aber das Feeling von Varo ist natürlich nicht da. Das kann man natürlich irgendwie nicht auf einem Server reproduzieren. Aber es ist ganz lustig, vor allem wenn man gewinnt. Ich mag es zu gewinnen. Gut, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von diesem ersten Video. Ich finde, inzwischen kann man sogar eine Hand erkennen. Ich finde nur, dass die Finger hier in der Mitte eigentlich zu dünn sind im Vergleich zu dem da. Aber ich kann das halt auch nicht dicker bauen, diese Finger an der Stelle. Also ist die Frage, ob man das noch optimieren kann. Aber ich bin eigentlich so relativ zufrieden. Jetzt gerade durch die letzten Blöcke. Irgendwie hat es jetzt doch noch ein bisschen gemacht. Ich denke, ich werde das dann in den nächsten Folgen irgendwie hochmoven und dann weiterbauen. Ansonsten danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich will jetzt nichts versprechen, wann die nächste Folge kommt. Also wann das nächste Video kommt. Ich nenne es jetzt einfach Wolf und Würfelig XY. Also ich gucke, wann die letzte Folge war und setze das da einfach direkt in die Reihe rein. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Name. Und ich kann euch aber nicht versprechen, wann das nächste Video kommt. Denn erst brauche ich den Server, damit ich das hier hochmoven kann. Oder ich muss an einem anderen Part anfangen zu bauen. Aber ja, vielleicht kann ich doch noch den Arm irgendwie dran kleben. Ja, genau. Ich kann euch nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt, aber ich werde mich darum bemühen, dass es bald ist. Und ansonsten entschuldige ich mich für die ein bisschen zu lange Folge und ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß und deabonniert jetzt nicht alle. Und bis dann. Tschüss und vielen Dank. Ciao. Wie immer die längste Verabschiedung, die möglich ist. Ich kann einfach nicht damit aufhören.